Und der DJ weiter. Banjo Kazooie ist wieder da. Und zwar mit Part 13. Ist gar nicht Part 12, ist Part 13 schon. Part 10 haben wir hier auch geladen und ja, das ist Part 13. Ja. Yeah. So, und auf der Rückseite ist noch was zu holen. Genau hier. Ein Ginger! Noten brauche ich nicht. Federn. Und eine leere Hornschwabe. Tschuing. Die hole ich mir nachher, denn ich brauche dazu eine Flugplatte. Oh Gott, hier ist doch mal ein Teppich, mit dem er mich rüberbringt. Ah, da ist er! Ah, verdammt! Und dann halt so. Ich hasse warten, das finde ich ziemlich langweilig. Hey Typi! Und Fatz! Hey, ich bin Gobi, das Kamel! Vielen Dank! Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Na dann mach das mal. Wir nehmen das Puzzleteil. Denn das ist meins. Nö, meins? Hey, nimm mich mal mit. Wow. Hey, wow. Au, was, verdammt. Na, warte. Das kriegst du zurück, du Teppichfluse. Ah, verdammt. Das war nicht gut. So langsam muss ich aufpassen. Ich werde sowieso einmal abkratzen, das weiß ich jetzt schon, und zwar in der achten Welt, glaube ich. Naja, holen wir uns mal ein bisschen Energie, sicherheitshalber. Hey, Typi. Fatz. Meins. Und ja, das nehme ich auch mal mit. Ah, der hat mich getroffen. Na egal. So, und schon bin ich weg. Jetzt freuen sie sich da hinten ohne einen Honigkarton. Ne? Und ich hab mehr Energy. Hey, wow. Ich glaube, jetzt sollte man die Wasser runterlassen. Wo ging das bloß nochmal? Denn das muss ich erst machen. Ich glaube, das war nicht hier den Schalter machen und so. Das war knapp, aber egal. Und hier ist noch eine Hand. Eine Reason Hand. Schlitz. Und noch mehr Energy. Jetzt habe ich schon fast voll. Bocke, bocke, bocke. Und noch zwei Noten. Und ein Tonstiefel. Tonstiefel ist gut. Und tschick. 25 Sekunden. Ey, komm mal schneller. Komm schon. Schneller. Oh mein Gott. Note. Oh mein Gott, das wird knapp, das wird verdammt knapp. Note. Oh Gott, das schaffe ich noch. Note, schneller, da oben ist es. Oh verdammt, nein, Note. Die geht vor. Und yes. Strike, das war verdammt knapp. Also das war schon eigentlich über knapp. Ja, und nicht vergessen, Leute. Hier, ist dein Typi zum Pokern. Den kriegt man nur, wenn hier noch Wasser drin ist. Danach geht's nicht mehr. Und danach ist, wenn ich das Puzzleteil einsammle und... Ja, hab ich keinen Bock. Ein Puzzleteil zu essen? Joa. Und der Wasser geht das schlecht irgendwie. Und yeah, jetzt wird das ganze Wasser da runtergelassen und in den See gefüllt. Das brauche ich noch, weil da unten ist ein Ginger drin, soweit ich weiß. Hey Mumienfreunde, was geht ab? So, mal ein bisschen Collecting machen hier. Ach, verpisst euch doch mal alle hier. Du auch. So, das reicht. Schauen Sie mal draußen. Wir haben schon 63 Noten. Ey, geht's ja mal richtig übel. Tja. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal die Turnschuhe. Tonstiefel war ja geil vorhin. Tonstiefeln auf jeden Fall. Tonstiefel, kennt doch jeder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Verdammt. Oh! Das musste ja kommen. Oh, Mann. Verdammt. Meins. Oh, verdammt. Der war fies. Ich hol nochmal neue. Das ist mir zu riskant. Schlitz. Schnabelpika. Oh nein, das ist kein Pokémon. Und nochmal. Jetzt aber besser. Diesmal nicht abgestürzt oder so.
Meins. Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Ha. Hoho, verkackt. Ein neues Puzzleteil. Und das ist meins. Nö, meins. Und schon wieder hat's Castro geklaut. Mann, das Vieh hat echt einen unersättlichen Hunger nach den komischen, glänzenden Dingern. Jetzt brauche ich diesmal Gummistiefel für Noten. Und schneller. Ey, mitnehmen. Oh, es tickert schon. Oh mein Gott. Hey, komm schon. Oh, das war knapp. Und hoch da. Speed-Modus. So, hier war ich schon und da komme ich nicht rein. Und, oh, was zum Aufschlitzen. Oh, erstmal hat er mir eine Rinne gebatzt, Alter. Frechen Vieh. Dillim. Damit hab ich Energy Back. Und Splush. Mal ein bisschen abtauchen hier und mal ein bisschen was einsammeln. Hier ändert sich die Musik hier auch cool, wenn du unter Wasser gehst. Und tschum. Tschum. Wo ist denn der Jinjo? Ich weiß, hier ist einer. Und wo ist einer? Ach, da ist er. Hui. Genau, sehe ich auch so. Das nehme ich auch noch mit. Und ich glaube, noch einer ist hier. Ja, und ich glaube, hier bin ich abgetaucht. Hier war der Typi zum Pokern. Und kommen sie vor oben, ist die Musik wieder anders. Oh, ach ja, das muss ich auch noch machen. Meine Güte, eine ziemlich coole Welt. Hier sind ziemlich viele Rätsel und so. Und nimm das! Das war nicht so beabsichtigt. Mahlzeit! Hat's geschmeckt? Oh, die Spitze kommt raus und dann ist da der nächste Typi. Eine echt coole Wasseranimation für damals, finde ich, wenn man es so betrachtet. Oh, das war doof. Das war jetzt doof. Aber trotzdem 3 Eier gefüttert und wieder ein Stückchen höher. Yeah. Aha, so haben die alten Ägypter also ihre Pyramiden erbaut. Jetzt wissen wir es. Boah, der ist ja schnell. Schmatz. Und da ist die letzte Spitze. Ja, und so profan entstehen Legenden. Schon ist eine Pyramide fertig. Tja, wir wussten ja immer, die Ägypter, die hatten immer Hilfe beim Pyramidenbauen. Aber erst gehen wir nach oben, denn da ist noch ein Mumbo-Schädel. Ja. Ah, ich glaube, hier gehe ich ungern rein, aber na, natürlich, ich mach's. Ich muss bloß gucken, dass ich wieder rechtzeitig meinen Part werde, sonst kriege ich wieder auf den Deckel. Hey, dies ist die Grabstätte König Sandy Butz. Oh Gott, was für ein Hessername. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Tja, dann testen wir das doch mal aus. Oh mein Gott! Wie schrecklich! Unsere Warnung erhört, nun rennt um euer armseliges Leben. Ja, mach ich ja schon. Hier ist... Oh, verdammt. Hier ist der Hexenschalter. Hui, nur 30 Sekunden, das könnte knapp werden. Wenn man hier stirbt, kommt übrigens eine sehr coole Animation irgendwie. Also dann kommt die Decke runter mit so Nagelbrettern. Das ist echt cool. Und die Musik wird immer schneller und ich werde immer nervöser. Aber wir sind natürlich schon draußen. Unglaublich. Der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. Tja, sorry Leute. Bin zu schlau für euch. Da ist ein Puzzleteil. Und das nehme ich ein. Das ist sowieso Kasuris. Ja, nimm's ruhig. Ah, genau, hier war ein Typi zum Pokern und hier ist der Jinjo.
der letzte. Und damit haben wir noch ein Puzzleteil. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Jetzt habe ich schon 7 Stück, Alter. Mann, wird immer mehr hier. Und geht verdammt schnell irgendwie. Ah, genau, hier waren Federn drin. Kann ich ganz gut gebrauchen, weil ich habe nämlich ziemlich rumgearscht damit. Immer wieder mal durch Sand laufen oder so. Also, wahrscheinlich. Naja, egal, macht ja nichts. Jetzt komm ich hinten raus. So, und eins muss ich noch machen. Und das muss ich noch machen. Und wenn es. Das noch, was ich machen muss. Und. Ja, dann machen wir das mal. Das passt ganz gut. Das kann ich alles zusammen machen fast. Wiek, wiek, wiek. Und jetzt spring ich hier hoch und flieg mit der coolen Platte los. Und Sturzflug! Wow. So, mal einen langen Anflug. Weil jetzt muss ich möglichst unbeschadet in diesen Kaktus reinfliegen. Ist gar nicht so einfach. Aber es ist geglückt. Schwing! Jetzt fehlt nur noch einer. Cool. So, und jetzt mache ich noch das mit den komischen. Genau, mit dem Typis hier. Dem muss man durch die Ringe fliegen. Fliege durch die Ringstatuen, um eine goldene Belohnung zu erhalten. Mann, ihr seid doch schon golden genug. Also, irgendwie sind hier alles Maharajas oder reiche Ölscheiche oder so. Hey, wow, Alter. Geht's noch? Schon klar, gestern ging's noch. Und eingesammelt. Sprims. Und da ist der nächste. Wo ist denn der? Ach genau, das mit Gobi muss ich ja auch noch machen. Das ist auch lustig. Na, aber das ist lustig. Eigentlich ist das ein bisschen Quälerei, aber ist ja egal, macht ja nichts. Hoffentlich meldet sich nicht der Tierschutzverbund, Alter. Dann krieg ich Ärger. Ja, Mann, das war zu früh. Aber man, wenn man drauf landet, dann landet man immer und das ist scheiße. Na, jetzt. Oh, mitten im Sand, Alter. Ist das nicht... Ey, was? Oh, die Bienen angreifen mich ja an. Hilfe. Ey, das ist ja übel. Ich glaube, ich mach's immer so wie damals. Ich mach die einfach die ganzen Bienen-Mike weg. Alle mit Unbesiegbarkeitsmodus. So, und ich glaube, das ist die letzte. Ja, natürlich ist es nicht die letzte. Da ist noch eine. Und durchgeflight. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Den Spruch höre ich öfters. Dingel, 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 dingel. Das ist mein nächstes Puzzleteil. So, sammeln wir ein und fliegen wir gleich wieder los und dann machen wir die letzte Pyramide. Ich glaube, ich überziehe schon wieder ein bisschen. Nee, ich glaube nicht. Quatsch. Ich überziehe noch nicht. Das wäre auch nicht so schlimm. Und Attacke! Was? Und rein in die Jutestube. Hier ist nämlich noch ein Puzzleteil drin. So, noch ein paar Noten. Schwing, schwing. Wieder fehlen noch welche? Oh Gott. Das sind normalerweise bei mir grundsätzlich die letzten Puzzleteile, Noten, die ich einsammle. Und jetzt fehlen auf immer noch. Fünf? Fünf Noten? Fünf, wo fehlen denn fünf Noten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, werde ich schon noch finden. Wurde, hallo, Freunde, ich bin Ruby, alle. Kann ich dir helfen? Wir suchen Schätzen, du Flöten. Was, Flöten, Peter? Ey, das trifft sich gut. Ich sehe da oben nämlich. Ein Schatz, geht heute. Euch, wenn ihr rankommt. Na, dann machen wir das doch mal und kommen mal da ran. Das bringt's irgendwie nicht. Ich stell mich mal hier rauf direkt. Dann geht's besser, glaube ich. Ey, das war falsch rum. Ich stehe noch nicht gerade. Und. Furz! Treffer! Tausend Dank, Woody Woody Woody. Mein Freund Histop, Woody Woody Woody. Würde euch nun helfen, Woody Woody. Oh, cool. Und dann geht's halt so. Ey, das sieht doch mal geil aus. Da ist ein Puzzleteil. Ja, ja. Friss es ruhig, das ist deins. Ja.
Mehr ist hier nicht, wa? Tschuhu! Hui! Gleitflug, supi. Das war alles von dieser Pyramide. Toll, bald habe ich die Wüstenwelt durch. Freue ich mich schon drauf. Dann geht's in eine coole Welt. 5? Oh. Okay, ich weiß, wo die 5 Noten sind. Ziemlich eindeutig. Da muss ich sowieso noch hin. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Tierquäler spielen. Ja, denn wir quälen. Nein, nicht den Baum. Das Kamel. Der Baum hier sieht mächtig lustig aus, aber ja, ich weiß, du brauchst Wasser für dich. Kennen wir doch schon. Und Batz, nimm das. Ja. Ah, tut das gut. Trunka geht es wieder prächtig, danke. Toll. Und da ganz oben, wo wir nicht rankommen, das ist so fies. Egal, ich weiß ja, wie ich rankomme. Von Baum zu Baum springt das kleine Äffchen. Brahui. Und ich hab's. Hier, friss. Aber wir sind noch nicht fertig. Ja, ich überziehe jetzt mal bewusst den Part ein wenig. Oh, ich bin ein richtig böser Mensch, ich weiß. Aber ist ja egal, macht doch nichts. Ich hoffe, der Teppich ist hier anwesend. Wenn nicht, und es sind, damit ich nicht ganz so lange überziehe und ich nicht auf den Teppich warten muss, schneide ich das raus. Oh, toll, da ist er. Obwohl, er kommt in unsere Richtung. Und das ist ziemlich gut. Also zur Not schnippel ich die kleine Warteecke einfach weg, damit es ein paar Sekunden kürzer aussieht. Hi Typi! Und die letzten Noten sind unser. Ja, tatsächlich alle. Ja, ich weiß, das war einfach. Und tup. Oh, jetzt habe ich schon wieder das Geräusch benutzt. Das ist furchtbar. Jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Na dann, mach mal. Das verpiss dich. Und wir haben die zweite Honigwabe und unsere Energieleiste erweitert sich. Ja. Oh, hey Teppich. Ich komme mir vor wie bei Aladdin. Ich bin ein fliegender Scheich auf seinem Teppich. Flieg schneller, komm schon. Wo ist denn hier der Schalter für den fünften Gang, Alter? Viel zu lahmarschig. Und? Flatter, flatter. Und jetzt können wir raus aus der Welt. So, Freunde, ich denke mal, das war's für heute mit Banjo. Und ja, ein bisschen Zelda muss ja auch noch sein. Und das mache ich. Oh, in 26 Minuten habe ich durchgezockt. Also die Welt ist hier. Gar nicht mal schlecht. Das sind 2 Parts. Ungefähr. Pi mal Daumen, Fensterkreuz. Das ist gut. Und raus hier. Hexenschalter habe ich, glaube ich, auch aktiviert, oder? Wo ist der? Ja, klar, habe ich den aktiviert. Die Bestleistung ist nur 100 Noten. Also, Freunde, wir sind zum nächsten Part. Warten jetzt kurz vor Part. Schluss erstmal noch ein bisschen Hustanfälle. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Habt viel Spaß. Also, ciao.